Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Legacy of the Void Kampagne. Hammerhart. Hammerhart. Amons Hybridenanlage liegt in Schutt und Asche. Seine hybriden Armeen wurden zerschlagen. Und doch befanden wir uns für einen kurzen Augenblick am Rande des Abgrunds. Allein die Taten eines einzigen tapferen Templers haben uns gerettet. Inmitten der Dunkelheit erkannte ich ein Licht. Ich sah, wie die Hoffnung aufbegehrte. Karax von den Kalai. Ihr wurdet geboren als Handwerker in einer Kaste von Technikern. Doch nun steht ihr vor mir als ein Krieger. Der heutige Tag hat gezeigt, dass das Zeitalter der Kasten vorüber ist. Heute müssen wir alle zu Templern werden. Hierarch, es ist mir gelungen, ein neues Nebensystem des Schiffs zu aktivieren. Ihr könnt jetzt im Solarkern einen Blick darauf werfen. Rekonstruktionsstrahl. Auch nicht schlecht. Ja, es gibt schon viele witzige Sachen, aber ich finde das eigentlich okay so, komm, mal nicht übertreiben. Hierarch, die Richter sind beeindruckt von euren Qualitäten als Anführer. Sie brennen darauf, Amon ins Herz zu treffen. Phoenix, mein Freund, ebenso sind sie von eurer Führungsstärke angetan. Ja, sie haben entschieden, meinen Befehlen zu folgen. Die Führungsrolle ist eine neue Erfahrung für mich, so wie alles andere. Ich hatte niemals vor, Hierarch zu werden und stellte die Entscheidung in Frage. Es musste jemanden geben, der der Position würdiger war. Begeht nicht denselben Fehler wie ich, mein Freund. Die Richter folgen euch nicht grundlos, genauso wie mir die Dailam nun folgen. Selbstzweifel werden nur eure Entscheidungskraft beeinträchtigen. Eure Worte sind weise, Hierarch. Ihr sprecht wie ein wahrer Anführer. Ihr gebt einen ausgezeichneten Templer ab, Karax. Mein gesamtes Leben habe ich der Kunst gewidmet, Dinge zu erschaffen. Ich schlug meine Schlachten bei der Erforschung neuer Technologien und mein Kampf galt allen Hindernissen, die der Perfektionierung entgegenstehen. Ich bin ein Phasenschmied. Und das wird immer meine oberste Berufung sein. Doch ich weiß nun, dass in manchen Augenblicken auch diejenigen, die nicht von Geburt an dieser Kaste angehörten, durch ihre Taten zu Templern aufsteigen können. Dann macht euch bereit, Templer. Wir brauchen euch. Wie unsere Späher berichten, versucht die Liga, die Goldene Armada aufzuhalten. Doch trotz ihrer Anstrengungen sind zahlreiche Systeme bereits gefallen. Bohana, ich durchschaue ihn, Arcanis. Ich sehe die Wahrheit, die Amon verbergen möchte. Während seine Brüder, die Xel'Naga, in ihrem Jahrtausende währenden Schlaf ruhten, begaben sich Amon und seine Anhänger nach Aiyune. Und er half unserem Volk, sich zu entwickeln. Er und seine Gefolgsleute herrschten über uns als Lehrmeister, als Götter. Doch er veränderte unser Wesen, manipulierte unsere Essenz, bis wir gegen seine Macht aufbegehrten. Zusammen mit seinen Anhängern floh er nach Cerus und schuf dort die Zerg. Die Hybriden sind die Krone seiner Schöpfung. Falsche Xel'Naga, geschaffen nach seinem Abbild. Sie,
Wir müssen... Ohana, es wird langsam zu gefährlich. Ihr könnt so nicht weitermachen. Ich muss, Hierarch. Es ist meine Pflicht, die Wahrheit zu kennen, ihre Last zu tragen. Ich weiß, dass dies meine Bestimmung ist. Krass mit dem Koloss hier im Hintergrund, ey. Großkampfschiffe haben an die Speer des Adun angedockt. Sie warten auf weitere Befehle. Träger eingetroffen. What? Repairing? Das ist hart. Das ist richtig hart. Was haben wir hier? Ah, die kenne ich ja auch noch. Die kennen wir auch noch. Nee, da nehme ich auf jeden Fall hier Repairing Träger. Auf jeden Fall. So. Brücke. Was hast du zu sagen? Wie anmaßend zu denken, dass sie kontrollieren könnten, was sie nicht einmal verstehen. Oh, die Terraner sind immer so anmaßend. Wer sich zu nah an ein schwarzes Loch heranwagt, wird von ihm verschlungen werden. Einst dachten wir dasselbe über die Tal'Darim, Alarak. Wir hielten euch für willenlose, gehorsame Sklaven. Und wir euch für schwach, unrein und unwürdig. Und doch stehen wir heute Seite an Seite. Vielleicht waren wir zu voreilig, was das Möbiuskorps betrifft. Vielleicht gab es noch einen anderen Weg. Ihr Templer, hört ihr jemals auf, an euch selbst zu zweifeln? Nein, Artanis. Ihre Vernichtung war der einzige Weg. Hybriden lassen nichts zurück, das man retten könnte. Revanskar ist gefallen und sein Untergang war die Wiedergeburt der Templer. Doch die Angelegenheit der Tal'Darim bereitet mir weiterhin Sorgen. Die Allianz mit Alarak ist ein Risiko. Tassadar, alter Freund, was würdet ihr an meiner Stelle tun? Zeratul, darf ich mich auf ein solches Wagnis einlassen? Die Antwort ist ohne Belang. Wenn dieses Bündnis hilft, Amons Streitmacht zu schwächen, dann ist es das Risiko wert. Das ist eine Armada. Welch ein Anblick. Amons Todesflotte schickt sich an, alles Leben im Sektor zu vernichten. Dann sollten wir besser schnell handeln. Das Rakshir, die Machtergreifung durch Zweikampf, darf nicht überstürzt werden. Es muss sorgfältig vorbereitet werden. Wir stehen im Orbit einer gewaltigen Angriffsflotte gegenüber und ihr sprecht von Vorbereitungen? Ich werde Malas stürzen, den Herrscher über ein ganzes Volk. Die Tal'Darim werden mir würdig sein. Ihr werdet mir helfen. Und im Gegenzug werde ich die Tal'Darim aus dem Kampf heraushalten. Das war unsere Abmachung. Doch zuvor muss das Ritual ausgeführt werden, wie es die Tradition verlangt. Diese Abmachung erscheint mir immer einseitiger. Ich möchte mehr über dieses Rakshir erfahren, euren rituellen Kampf. Um das Rakshir zu verstehen, müsst ihr zunächst die heilige Kette des Aufstiegs verstehen, die uns mit Amon verbindet. Jeder von uns ist an seinen Willen und an den Willen dessen über uns in der Abfolge gefesselt. Und doch gibt es eine Möglichkeit, aufzusteigen. Durch Klinge und Blut kann sich jeder Tal'Darim die Position dessen über ihm aneignen. Dieser Ritus stellt sicher, dass nur die fähigsten von Amons Aspiranten seinen Willen vollstrecken. Das heißt, Malash ist der mächtigste eures Volkes?
Er gilt als der Mächtigste. Doch er hat sich noch nicht mit mir gemessen. Okay. Vor der Ausrufung des Rakshir müssen sämtliche von den alten Schriften verlangten Vorbereitungen getroffen werden. Bereitet euch vor. Malash wird sicherlich versuchen einzuschreiten. Ja, in der nächsten Folge.